Das Spiel war absolut grandios, grandios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Unfassbar geil. Punkt. Big Forever. Nein! Let's go! Christian, was haben wir gerade gedreht? Wir haben gerade ein qualitativ hochwertiges Werbevideo für Skinbauern gedreht. Also ich denke, damit werden wir die Umsätze in die Höhe schießen lassen. Sehr cooler Skin. Den kaufe ich mir. Ab in den Warenkorb. Oh! Einen wunderschönen guten Morgen aus Rio. Wir sind hier bei der Legend Stage. Wir spielen heute unser erstes Spiel gegen Sprout. Unser zweites Spiel wissen wir noch nicht. Und wir sind jetzt direkt ganz kurz davor, mit dem Shuttle zur Venue zu fahren und da zu spielen. Und ich habe gemerkt, ich habe meinen scheiß Badge vergessen. Ich muss nochmal hoch. Bis gleich, Leute. Ich muss nochmal hoch. Ja. Oh, nee. Spaß. More Portuguese, right guys? Have a great game today, yeah? Yeah. Maximilian, me old man was Papa Man. Nein, was war die? Ist lustig. Ich bin verletzt, ich kann nicht spielen. Ich denke, dadurch, dass wir schon jetzt eine knappe Woche hier sind und uns ein bisschen an die Gegebenheiten angepasst haben und da ich glaube, ich generell denke, dass wir aktuell eine gute Form haben, denke ich, es wird ein offenes Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir am Ende irgendwie mit 1-0 hier rausgehen. Komm. Komm doch. Ich komme hier nicht rüber, Alter. Der kommt doch. Max, bist du aufgeregt? Schon ein bisschen, ja. Bist du aufgeregt? Bist du in echt? Ich will nicht was draus sagen. Machen wir. Der Mann ist echt gut, Alter. Er ist immer ready. Aber der ist nicht so ready, wie du ready bleibst gleich, okay? Da! Vertigo, wir starten wieder T-Seite, genau wie in der Legend Stage, in der Stage davor. Starten wir mit Vertigo, Vertigo T-Seite. Wir haben da einige Sachen verbessert, sind eigentlich sehr gut vorbereitet. Und ja, jetzt freue ich mich aufs Spiel eigentlich nur noch. Thank you.
ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier nicht, obwohl Big nicht auf der Stage steht, bin ich die Einzige, die hier in diesem Raum jubelt für Big. Echt. So, will ich mal gesagt haben. Wie fandest du es beim Zuschauen? Gut, sehr ausgeglichen, überhaupt nicht nervös. Wir sind nämlich unserer Sache sicher. Also bis jetzt haben unsere Jungs über das ganze Turnier nur vielleicht etwa 40% ihres Könnens gezeigt. Und die 60% werden im Laufe des Turniers weiterhin abgerufen. Und wenn wir bei 100 sind, sind wir im Finale. Max. Wir haben gewonnen. Eine Runde. Wir stehen 1-0. Ich weiß welche Runde. Weg ist noch lang, aber wir werden es schaffen. Das sind meine Worte zum Sonntag. Ich ziehe so und da war Lurksmoke, ne? Da kommt nichts mehr. Ich renne mit Knife Trap. Nein, absmoken. Gegen. Ja, dass sie keinen Lock haben. Safe spielen. Die gewinnen die Runde danach nicht. To be honest, it's not a rivalry anymore. So it's just a German organization, it's not a German team, so just a normal opponent. What are your expectations for the final stage? Are you confident you will make it into the challengers, into the champion stage? Go step by step. I personally don't really look forward to what can happen. Just go step by step, everything can happen, so we'll see what can happen. I pick Big in 3-0, and for all three I pick Spirit. Oh, shots fired, guys! Okay, that's it. I think he has no more... Wir gehen jetzt kurz nach Hause. Wir haben nämlich einen ganz, ganz strengen Zeitplan jetzt. Wir müssen... kurz ins Hotel, was essen und dann fahren wir um 15 Uhr wieder hierher. Wir haben es jetzt 13.30 Uhr, das heißt, wir haben nur eine halbe Stunde gleich zum Essen. Also wird das heute ein schnelles Essen und ja, wir sehen uns nachher wieder. Was für ein Zwischenstand. Wir haben gegen Sprout gewonnen, ich glaube 16-11. Jetzt warten wir darauf, dass wir unseren nächsten Gegner kriegen. Wir sind in der Zwischenzeit, wie man sieht, hart am Arbeiten. Ja. Und ich tippe mal so, in einer Stunde wissen wir schon mehr. Leute unterschätzen das immer, was das hier für ein riesen harter Job ist und was für ein Aufwand das hier ist. Immer hier mitschen fahren. Das ist wirklich. Ja. Wünsche ich niemandem. Genau. Und wir beruhigen jetzt quasi unsere Nerven. Triple Overtime, Alter. 21-21. Ja. Lecker, lecker. Oh, hier. Hey, Jungs, wir haben nicht. Versteck die Zigaretten. Nein, Mann, versteck die Zigaretten. Ich bin gegen Maus. Wo bist du, Blessing? Ja. Klar, Mann. Okay, wir sehen uns dann später, Jimas. Okay, guck mal hier, Jimas, noch einen letzten Eindruck. Hier sind alle, hier. Hey. Jetzt geht's zum Shuttle. Ich bin gegen Maus, 1-0 Spiel. Manche Leute würden wieder sagen, ein Derby, aber ist es nicht. Wir sind das deutsche Team, die deutsche Organisation. Und ja, auf ein gutes Spiel, Freunde. Ich will dich jetzt hier nicht durcheinander bringen, aber der obligatorische B-Rush wird kommen, oder? Vielleicht. Welche Platte hast du? Wieder die Map, die nur die wir geguckt haben. Wenn durch ist. Ist durch, wir starten T. Perfekt. Defekter. Oh, Entschuldigung, ich muss meinen Mund mit Seife wieder auswaschen. Good luck, bro. Good luck.
komm. Hey, aber das Spiel ist noch lange nicht gewonnen. Das Spiel ist noch lange nicht gewonnen. Full Fokus. Wir geben in keinen Raum 16-5. Nils. Alles so jetzt. So schön am Fall, geiles Spiel. So schön, geil. So alles ruhig. Ein Spiel noch und dann sind wir in der Arena. Oh mein Gott! Was haben wir mit dir gemacht? Und alles hat zerstört. Nur ein besseres Spiel erlebt. Das Spiel war absolut grandios, grandios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Unfassbar geil. Punkt. Big forever. Hey. Eli, das war ein amazing Game. Ich habe alles genau gesehen bei dir. Ja? So muss das aussehen. So, guck mal, und dann sieht es ganz leicht aus für das Game. Ja. Ein Game. Ja. Roman ist jetzt da übrigens. Er soll wieder zurückfliegen, ohne ihn sind wir stärker. Nein, Spaß. Roman. Jemals, wie geht's dir? Ich fliege. Hey. Echt? Sag es uns fertig. Danke. Danke für das. Limos, das war für dich, Mann. Ist gut, wir haben gut vorbereitet, alles gut gelaufen. Oh, schon zu komplett hier, Digga. My girlfriend, my love, my girlfriend, that's fine. Hier, guck mal, für den Vlog. Ja. Seht ihr das? Das ist ein Fettsack, Alter, in seiner Natur. Ja, Mann. Nico, wir rufen später an, okay? Ja.